Wieder ist ein Jahr vergangen. Vor 12 Monaten habe ich eine Wintergeschichte erzählt, wo Schneeflocken um einen Tannenbaum herumtreiben. Heute stehe ich in einem japanischen Garten im thürischen Bad Langensalza und habe eine buddhistische Geschichte, ein Märchen gefunden und denke, das passt wunderbar in die Zeit der Jahreswende und als Tipp für ein neues Jahr. Nahe der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto lebte einst eine Tigernatter. Mit ihrem über einen Meter langen, bunten Schlangenkörper wirkte sie auf viele furchteinflößend und bedrohlich, besonders wenn sie sich aufrichtete, züngelte und zischte. Ihre Bissfreudigkeit war ebenfalls gefürchtet. Deshalb versetzte sie die Menschen immer wieder in Angst und Schrecken und viele machten einen großen Bogen um sie herum. An einem sonnigen Vormittag hatte sich die Tigernatter neben einem Reisfeld zusammengerollt und beobachtete nun alle Bewegungen. Die Vorübergehenden hielten deshalb Abstand, da sie beim Näherkommen meist hochschnellte, ihre Zunge herausstreckte und ihre verlängerten Giftzähne sichtbar wurden. Am Mittag dieses Tages näherte sich von Ferne kommend ein buddhistischer Mönch, um an den Reisfeldern vorbeizugehen. Als er schon nahe gekommen war, sahen die Bauern, die auf den Feldern bei der Arbeit waren, das Unheil auf den Pilger zukommen und wollten ihn durch Rufen und Winken vor der Schlange warnen. Aber der Mönch achtete nicht darauf, sondern er ging langsam und unbeirrt weiter seines Weges. Als er an der Schlange vorbeiging, schnellte diese plötzlich hoch, reckte drohend ihren Kopf, züngelte und zischte zornig. Aber der Mönch ließ sich nicht beeindrucken oder zeigte Ängste. Er blieb stehen und sah die Schlange ruhig und freundlich an. So etwas hatte die Tigernatter noch nie erlebt. Ein Mensch, der nicht vor ihr erschrak und keine Angst zeigte? »Warum bist du so wütend?« sprach der Pilger mit ruhiger Stimme und jagst allen durch dein Verhalten Furcht und Schrecken ein. Dabei fühlst du dich doch selber unwohl und du tust dir nichts Gutes. Dein Zorn, verbunden mit Wüten und Aufspringen, erregt dich doch am allermeisten. Ich selbst rege schon lange keine bösen Gedanken mehr und füge keinem ein Leid zu. Ich lebe mit mir und anderen in Harmonie und bin zufrieden und glücklich. Buddha sagte, selig ist der Mensch, der mit sich im Frieden lebt. Es gibt auf Erden kein größeres Glück. Weil der Mönch in der Sprache der Tiere redete, da verharrte die Tigernatter, wurde nachdenklich und spürte auf einmal, dass sie die Worte und dieser Blick außergewöhnlich gut taten. Und in diesem Moment war ihr Zorn verflogen und die Feindschaft vergangen. Ja, ihr bisheriges Leben war geprägt von Aggression, Streitsucht und Verbitterung und sie lebte ständig in Anspannung und Unzufriedenheit. Doch durch die Worte des Pilgers wurde sie ruhiger und erkannte, dass sie ihr bisheriges Verhalten ändern musste. Die Tigernatter bedankte sich bei dem Mönch und versprach, dass sie von nun an allen Wesen nur noch mit Achtung und Liebe begegnen werde. Buddha sagt, ganz gleich, wie beschwerlich das gestern war, stets kannst du im Heute neu beginnen. Nach einer Weile bemerkten die Leute, dass die gefürchtete Schlange sich nicht mehr gefährlich und unberechenbar verhielt, sondern still am Wegesrand lag, sich sonnte oder friedlich durch das Gras kroch. Manche glaubten nun, die Tigernatter sei schwach, krank und ungefährlich geworden. Langsam schwand die Angst vor der einst so gefürchteten Schlange. Und sie sahen die Gelegenheit, dem Reptil die früheren Bosheiten zurückzuzahlen. Einige schlichen sich heran, beschimpften sie und stachen und schlugen mit einem Stock auf sie ein oder bewarfen sie mit Steinen und Ästen. Besonders mutige packten die Schlange am Schwanz und wirbelten sie hoch durch die Luft. Die Attacken nahmen immer mehr zu und ihre bunte Schlangenhaut wurde immer verletzter, bis sie blutete. Eines Tages war sie so schlaff und abgemagert, dass sie sich kaum noch bewegen konnte.
Dabei kam ihr langsam der Gedanke, ob es vielleicht ein Fehler war, seinerzeit ihr Verhalten geändert zu haben. Und es besser wäre, zu der alten Art zurückzukehren, zu zischen, die Zunge zu zeigen und zu beißen. Dabei hatte sie sich doch seit der Begegnung mit dem Mönch innerlich wohlgefühlt, weil Groll und Streitsucht sie nicht mehr beherrschten. Nun jedoch wuchsen die Zweifel an der Richtigkeit ihres Handelns. Als sich die arme, geschundene Schlange wieder einmal hinter einem Stein zurückgezogen hatte, da sah sie den Mönch kommen, der ihr damals die Verhaltensänderung empfohlen hatte. Er kam still des Weges. Er würde sicher Rat wissen, dachte sie erleichtert. Und wirklich, der Mann in der Kutte war gekommen, um zu sehen, welche Erfahrungen sie gemacht und ob es Fortschritte oder Rückschläge gegeben hatte. Aber wie überrascht war der fromme Mann, als er das einstmals so stattliche Reptil nun völlig entkräftet und verletzt vorfand und fragte fürsorglich: »Nun, wie geht es dir? Du siehst ja schlimm aus. Was ist dir denn passiert?« »Nun ja«, antwortete die Schlange, »ich fühle mich innerlich nicht schlecht. Ich bin zwar schmäler geworden, weil ich keine Kröten mehr töte, um sie zu fressen. Meist ernähre ich mich von Pflanzen und Früchten. Davon kann ich leben.« »Aber du bist doch von vielen Wunden bedeckt und machst einen verwirrten Eindruck. Was steckt denn dahinter?« »Ach, weißt du«, erwiderte die Tigernatter, »als die Leute sahen, dass ich nicht mehr bedrohlich hochschnellte und zischte und biss, da wurden sie tollkühn und quälten mich immer mehr. Selbst kleine Kinder ärgerten mich ihr einfach nur zum Spaß. Deshalb denke ich, dass dein Ratschlag von damals schwer zu verwirklichen ist.« Der Mönch schaute die Schlange liebevoll an und sprach: »Ich habe dir zwar geraten, jedem mit Freundlichkeit und Achtung zu begegnen, niemandem Schaden zuzufügen, zu verletzen oder zu töten. Aber ich habe nicht gesagt, dass du dich nicht mehr wehren darfst, wenn dir einer zu nahe kommt oder dir Böses will. Niemandem hätte es geschadet, wenn du dich in deiner ganzen Größe aufgerichtet und gezeigt hättest, weil du sie wie jedes andere Lebewesen respektiert und unbelästigt bleiben möchtest.« Mit diesen Worten ging der Mönch langsam weiter und die Tigernatter fragte sich nun, warum sie nicht von selbst darauf gekommen war. Der Mönch hatte recht. Ihre Freundlichkeit und Aufrichtigkeit wurden von den Menschen als Schwäche interpretiert oder sogar als Einladung gesehen, Rache zu üben. Ihre Friedfertigkeit wurde mit Spott und Schmerz belohnt. Ihre plötzliche Freundlichkeit, die ihr selbst gut tat, bedeutete aber nicht, dass sie sich aufgeben muss. Wenn es allen gut gehen soll, dann gilt das auch für sie. Wichtig ist, anderen gegenüber notwendige Grenzen aufzuzeigen, aber nicht durch Aggressivität und Drohungen, sondern ohne jemanden durch Wort und Tat zu verletzen. Nachdem die Schlange ihre Niedergeschlagenheit bezwungen hatte, konnte sie sich wieder frei bewegen und unbekümmert durch die Reisfelder und Wiesen bewegen. Ihre Freundlichkeit gegenüber allen behielt sie bei. Aber wenn ihr jemand mit Spott und Übermut begegnete, reckte sie sich hoch, zischte und züngelte, um dem Betreffenden den nötigen Respekt abzuverlangen. Seit dieser Zeit kamen alle gut miteinander aus. Schließen möchte ich diese Geschichte mit der goldenen Regel von Immanuel Kant, der sagte: »Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.« In diesem Sinne allen ein gutes, gesundes und friedliches neues Jahr 2024.